die macht 5 Angriffsschaden. Diamanti, Schwerti macht 7 Angriffsschaden plus ein bisschen Schärfe und so. Bogen macht gar keinen Angriffsschaden. Bogen nutzlos. Oh, Bogen nutzlos. Will kein Bogen. Karotten. Ich will hier das Weizen. Und dafür schmeiß ich weg die 5 Fäden. Ich packe meinen Koffer und weil der schon voll ist, schmeiß ich weg. Genau, und jetzt schmeiß ich so ein halb. Nee, jetzt schmeiß ich so ein. Ne, so ein 3 Glowstone Staub für Kartoffeln. Bam, bam, ich hab's direkt getötet, Alter. Ah, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Weizen. Alter, weißt du, wie scheiße das wäre, wenn ich hier sterben würde? Ich wüsste. Ich will so ein Mod hier. Ich wüsste nicht, wo das war. Oh. Oh, das sind 2. Fahrt euch. Ich hab keine Ahnung, wo das hier wäre. Alter, ist mir aus dem Weg. Oh, dann muss ich ja noch. Alles. Alles von dem Villager macht kaputt. Alter. Ich wollte gerade sagen. Muss man hier das ganze Gras wegmachen. Okay, dann eben erst die Kühe fahren und dann das Gras wegmachen. Ich hab so viele Kartoffeln, ich hab schon wieder ein Stack Kartoffeln hier geerntet. Ich kann keine mehr aufnehmen, ey. Oh, Entschuldigung. Voll nice, wie viele Dörfer wir hier finden. Das dritte Dorf. Hab ich schon gesagt, dass der Flori hier bei mir jetzt gerade ist? Okay, auf jeden Fall ist der Flo jetzt gerade hier. Doch, Flo. Ja. Ich hab grad mal wieder ein Dorf gefunden, weil in der Schmiede war nur ein Eisenhelm und so drin. Und da steht ein Zombie in kompletter Kettenrüstung. Der ist der Bewacher, den Zombie. Der ist für die Zombies interessieren sich hier nur für den beschissenen Villager. Für mich leicht beleidigt. Ich dachte schon, ich sterbe, ich hab ja keine Rüstung mehr, ist mir gerade so aufgefallen. Ich kann dir einen Eisenhelm geben, wenn ich zurück bin. Ich komme jetzt mal zurück. Ja, du hast nicht gerade. Ja, scheiße. Ich hab einen Esel! Nee, ein Pferd! Was auch immer, jawohl! So, ich bin der King der Schweine. Das wollte ich doch, ihr kleinen Spackos, ey. Warum habt ihr so lange dafür gebraucht? Ein Esel, jawohl, dann kann ich so viel mitnehmen, ey, Kollege. Tobi, ich bin grad voll happy. Da sind 2 Esel, Alter. Komm, fahr dich. Fahrt euch. Ich bin so geil, Digga. Fahr dich mit deiner Mutter oder so, ist mir scheißegal, fahr dich. Ey, Tobi, wie macht man so ein Lasso? Oben, links, ein Dreieck, sag ich jetzt mal. Man braucht einen Slime, ne? Ja, ich hab einen ganzen Stick im Inventar. Dann komm mal. Ja, ich komm ganz bestimmt zu dir. Nein. Ja, dann kannst du hier so einen Esel. Ja, der Esel gehört schon mal mir. Zack, jetzt kommt hier so ein Sattel und jetzt mache ich hier eine Kiste dran. Dann können wir nämlich hier den ganzen Scheiß transportieren. Wo ist denn die Schmiede? Da war eine schöne Kiste drin. Also wir teilen uns den Esel. Also einen Esel will ich sowieso nicht als Reittier. Esel. Den können wir nur mal mit so auf Höhe Expedition. Boah, ich brauch 90 Idioten. Ich nehme mal das weg. Nein, ich will keine Setzlinge. Ich will die Kiste genau. Naturschutzraum, du musst sterben. Oh, wie geil, Junge. Da bist du, mein Esel. Hier, jetzt kriegst du eine geile Kiste dran. Und jetzt kriegst du hier alles reingeladen. So ganz der Torben geht. Ja, Junge, der muss transportieren. Das ist hier. Zack, und jetzt reiten wir nach Hause. Nee, jetzt nehmen wir noch Kartoffeln mit.
Also mein wenn, Gott. Wenn, ach ja, stimmt. Ich bin gerade auch dabei, unsere Aufnahmen hier zu verfolgen, ne? Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich so erste Battlefront-Aufnahme sehe und so. Müsst ihr euch mal reinziehen. Richtig Hammer. Tobi, willst du auch? Geilste Tonqualität, alles. Tobi, wenn du auch einen Esel willst, dann sag ich dir die Koordinaten. Aber wir teilen es dir in der E, ich komm zurück. Ich hab doch keinen Sattel. Ach ja, okay, dann lohnt sich das an. Ich könnte den mit dem Lasso ziehen, aber... Boah, wie schrägen hast du denn? Ich würde jetzt am liebsten Toggle Down feuern. Ja, mach das mal bitte, weil bei mir leckt es gerade ein bisschen. Nein. Doch, bei mir leckt es, Junge, das... Okay. Wir wollen aber nicht cheaten. Ja, aber da kann man nichts machen. Ja, natürlich, Tom, du lässt den Regen an. Nein, da muss ich die ganze Zeit auf der ich hab Toggle Down. Du lässt den Regen an, ne? Nein, Junge, das geht nicht anders. So. Tobi, bei mir leckt's übelst. Boah, Junge, ist mir scheißegal. Nein, das geht doch nicht anders. Jetzt du kannst nicht bei jedem Scheiß cheaten. Junge, bei mir leckt es übelst. Ich cheate doch nicht bei jedem Scheiß. Nein. Da war doch keine Scheiße. Junge, mach den bitte aus, Tobi. Das lohnt sich nicht. Tobi, es leckt bei mir. Dann können, dann können wir die Aufnahme abbrechen, Mann. Das leckt. Das ist keine Qualität. Ich kann mich nicht bewegen. Wahrscheinlich hat er jetzt 60 FPS und wollte deswegen... Nein, ich schwöre dir. So, jetzt rennt der Esel langsam wieder. Da sind Pferde. Das letzte Mal, dass da wir sind Regen Pferde. Da sind richtige Pferde. What the fuck? Schade, dass du deinen Sattel verbraucht hast. Ach, nee, den kannst du nee, ja den kann ich ja nehmen, aber ich bräuchte dann so ein Lasso, aber ich habe keinen Slime Ball. Tja, schade aber auch, ne? Soll ich die Koordinaten sagen? Dann, ja, du die. Dann nimmst, ja, okay. Dann nimmst du Seile und Schleimbälle mit und dann können wir uns richtig viele Esel. Also dann können wir jeder. Dann haben wir einen Esel und jeder und zwei Pferde und noch ein Pferd so im Überfluss, weil wir können jeder auf einem Pferd reiten und eins noch. Ja, ich bin gerade dabei, die Creeperlöcher auszubessern, die du ja nie ausbesserst. Ich hab keinen Sattel. Ja, absolut. Wenn ich komme, ja auch erst. Ja, nachdem ich jetzt ja, ja, dann nehme ich die aber, dann nehme ich auf jeden Fall eins mit dem Lasso hier noch mit. Aber Torben, nimm bitte immer einen Stack Erde mit, ja? Ja, ja. Hinter, ich habe bei den alten Aufnahmen geguckt. Hier sind mindestens 5 Creeper-Löcher noch. Flori, dann machen wir das so, dann nehme ich, dann haben wir schon mal was ein... Was ist Flori? Dann haben, ja, nee, weil der Flori mir gerade was gesagt hat. Dann nehmen wir einen, dann haben wir schon mal einen Esel und ein Pferd, nämlich. Wer? Ja, wir. Du. Bei uns rumstehen. Ja. Nein, das gehört uns beiden. Den Esel nehmen wir zum Transportieren und das Pferd zum Reiten. So, ich merke mir die Koordinaten. Ja, gut, aber. Ich verschönere hier gerade unsere Landschaft, indem ich hier die Höhleneingänge zuschütte. Alter, das ist voll geil, Mann. Achso, und wenn euch das überhaupt nicht gefallen hat, dass der Tom den Regen gedingst hat, dann hatet ihn auf Facebook und was weiß ich was. Verfolgt ihn, beleidigt ihn und alles. Nein, natürlich. Ja, verfolgt mich. Nein! Nicht mein Pferd angreifen! Oh, okay. Nein, der greift mich an, okay. Dummes Vieh. Kannst mich nicht auf dem Pferd. Was soll ich machen? Auf dem Esel, meine ich. Zack, tot bist du. Minus 1635. So. Dann reitet Torben mal eben schnell nach Hause. Ich habe mir die alten Aufnahmen geguckt, ne? Ich erst also die ganze Zeit auf Facepalm geben, weil der Torben da die ganze Zeit. Ey Tobi, ich finde das voll scheiße, dass da immer zu wenig Erde tropft. Das war so geil. Achso, ja. Hab ich mir das. Tobi, sagst du mir immer die Koordinaten. Wie du dann immer nur 5. Nein, sag ich dir nicht. Boah, Junge. Als Strafe dafür, dass du hier den Scheiß offen gelassen hast. Warte. Also ich sag dir die direkt vom Haus, da muss ich jetzt so. Das wissen. Ist mir sowas von egal, ob ich komme in die Gegend, ich bin am Meer. What the 2075. Nein, das ist die Höhe. Hä? Du hast die Höhe. Ja, du hast die Höhe gesagt. Ist egal, ob ich Z sagen muss. Minus 1100. Okay. Also, 2000 minus 1100. Ja gut, dann komm. Höhe ist 75 gewesen, unten. Ja, das interessiert mich nicht. Lol. Reite Esel! Jetzt die Felder verbessern! Esel, du bist mir zu langsam, du bist ein Esel. Theoretisch
kann ich auch den Esel da lassen und zwei Pferde mitnehmen. Das ist noch eine bessere Idee, Torben. Du hast voll drauf. Was hat der Idiot jetzt gesagt? Nein, ich lass den Esel schon da und nimm dann noch zwei Pferde mit. Nimm den Inhalt auf Deckkiste von dem Esel. Lol, ich dachte, das wurde behoben, dass ich durch die Bäume reiten kann, ohne Schaden zu kriegen. Das ist voll der gute Bug. Ja. Ja, natürlich mache ich das. Der Turm hat da überall alles aufgesprengt. Das stimmt nicht. Ich habe schon ewig keinen Kühlschrank mehr explodieren lassen. Torben, guck in Part 8 oder 57 nach. Oder 56, so, keine Ahnung. Ja, das habe ich ja. Da hast du auch nur gesagt. Ja, Tobi, ich finde das voll scheiße, dass die, dass dann immer weniger Erde droppt, als da eigentlich. Ja, aber, ich bin an dem Bogen, jawohl, ich komme zurück nach Hause. Juhu! Schade. Oh, verdammt, hier komme ich nicht lang. Keine Ahnung, wo der ist. Der ist auf dem Boden. Da ist das alte Dorf, okay. Eigentlich doch. Ach, du bist da am Sumpf? Ja, genau. Von wegen weit weg. Ich war richtig weit weg. Überleg mal, ich reite die ganze Zeit auf dem Esel. Ach so, auf dem Esel, okay, sorry. Ja. Dann habe ich nichts gesagt, ich dachte jetzt, du wärst gelatscht. Ich war bei über... Ja, der ist etwas langsamer. Ich war bei über 3000 irgendwas mit der X-Koordinate. Also ich war ein Stückchen weg. So, aber jetzt bin ich wieder da. Und wir haben einen kleinen Donkey, der für uns Sachen transportiert. Ja, das ist mein Name für ihn. Donkey. Ja. Ah, unser Haus. Ich hätte die ganzen Stacks Erde verpulvern. Ne? So, dann bringe ich uns beiden noch ein Pferd mit. Und wenn wir dann auch noch einen Sattel haben, dann können wir auch beide auf Pferd reiten. Können wir beide auf Pferd. Die Frage ist, wo stellen wir den Esel hin? Stell den erstmal ins Haus. Ja, okay. Und dann mache ich mir ein Lasso, dann gehe ich mit dem Sattel zurück. Sperr den mal in dein Zimmer. Ja, dann, nein. Oder auf dem Balkon. Aber Tobi, der gehört nicht mir, der gehört uns beiden. Der springt über den Balkon drüber. Ich muss den reinstellen. Ja, da ist in deinem Zimmer eine Druckplatte? Soll ich den nicht einfach unten ins Haus stellen? Da sind zwei Druckplatten. Ja, das stimmt. Lol. Nein, die entfernt der Torben nicht. Nein, mach ich auch nicht. Die Frage ist, Alter. Aua! Esel, du machst mir Damage. Der kommt die. Weißt du was, ich hab mal wieder Bock auf eine Höhle. Tobi, der Esel kommt die Treppe nicht hoch. Oh, dieser Kackbaum hier, ne? Wie der mich abfuckt. Komm ich den unter Naturschutz Tobi, gestellt? Nein. Darf ich den abholzen? Ja. Soll ich dir sagen, was ich mache? Darf ich diesen komischen Wasserbackbaum abholzen? Ja, kannst du. Soll ich den Esel erstmal ins Kuhgehege stellen? Ja, soll ich? Das war... Stell ihn ja, okay. Tobi, komm mal hier hoch. Auf den Berg. Tu ihn ins Schweinegehege. Ey, warte. Guck noch einmal. Nein, das gibt voll den geilen Screenshot. Schieß den nicht mit dem Bogen ab. Das gibt voll den geilen Screenshot. Nein, schieß den nicht mit dem Bogen ab. Der gehört uns beiden, Alter. Und der kommt nicht durch das verschissene... Screenshot. Komm, komm, komm. Hab ich getroffen? Nein. Nein, der Esel ist zu dumm, um da oben stehen zu bleiben. Esel bleibt doch stehen. Wenn ich mal stehen bleiben, dann hätte ich den getroffen. Alter Esel, was machst du denn da für einen Scheiß? Ich muss. Das war nicht sogar die Entfernung, ne? Ich muss. Ich bin sehr ja, das stimmt. Ja, guck, der Tor macht. Ja. Von uns ist Tobi, glaube ich, der. Ja, Tobi ist der beste Bogenschütze von uns. Und das will schon was heißen, ne? Also Flori ist sowieso ein Noob, auch im Nahkampf. Torben ist ziemlich gut im Nahkampf. Geh runter. Zum Glück hat sich das Ziel nicht bewegt. Bogenschießen bin ich akzeptabel. Alter. Da sind jetzt zwar ein paar Kühe entkommen, aber scheißegal, wir haben einen Donkey. Wenn ich mich bewege. Und wenn ich dabei springe. Ja, jetzt. Zombie-Apokalypse. Oh. Zack, okay. Genau. Tobi, ich hol da mal eben uns beiden ein Pferdchen, ne? Hast du alle Schleimbälle? Gibst du mir die dann noch? Ja, guck mal in den Kisten, da müssen eigentlich noch welche sein. Also der Esel hat auch noch volle Kisten. Mit allen möglichen Sachen.
Ja, die hole ich gleich ab, wenn du keinen Platz mehr hast. Aber nur, wenn du keinen Platz mehr hast. Ich habe keinen Platz mehr, ich bin voll. Ich habe alles mitgenommen da. So, richtig geil. Dann hole ich uns jetzt beiden noch ein Pferd. Und wenn wir dann noch einen Sattel finden, dann haben wir beide einen. Torben wird abgefüllt.